Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute haben wir viel vor. Ich habe nämlich mir überlegt, heute bauen wir mal einen kleinen Berg um. Und darauf soll ein kleiner See. Und der Wasserfall muss passen. Der muss einfach passen heute. So, guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 5. April 2020, 9.10 Uhr hier auf Nimmerland. Hier nun das Neueste. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Okay. Rüben müssen wir gleich verkaufen. Das machen wir, glaube ich, also das nicht verkaufen, sondern kaufen. Ich glaube, das machen wir gleich als erstes. Punkte A-Rang. Okay, schön. Danke. Und Nook Shopping. Gucken wir mal eben rein. Och, Mann, mein Inventar ist immer so voll. Wir gehen rein. Da ist der Wasserfall nicht ganz so laut. So. Dann gucken wir mal eben. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Was habe ich denn hier nochmal? Fußbodenset. Fußbodenspot, okay. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. Und ein Bronzeabzeichen. Ein Bronzeabzeichen. Das können wir vielleicht hier an die Wand einfach machen. An die Wand. Wie sieht das aus? Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das passt hier natürlich auch hin. Super. Super, super. So. Ich habe gestern noch ein bisschen gegoogelt, wie viele Anleitungen es gibt. Für Oster-Event. Ich habe dann eine Seite gefunden, die hat gesagt 37. Ich habe hier 37. Aber ich bin mir. Also, ich habe auch noch andere Quellen gehört, dass es über 40 geben wird. Mir fehlt eigentlich nur das hier. Glaube ich. Oder fehlt mir noch was? Ich guck mal eben. Ja. Ah, hier. Der Hut. Der Hut fehlt mir auch noch. Ah, den kann ich sogar herstellen. Okay, dann fehlt uns nur das eine: 3 Erddinger. Glücksei. Okay, genug fürs Erste. Und dann müsste ich eigentlich alles haben. Ist ja denn, es gibt doch noch mehr. Dann natürlich nicht tragen. Boah, mega cool sehe ich aus. Okay, dann. Obwohl, das können wir eigentlich alles verkaufen. Ins Lager. Ins Lager. Hessen-Tag-Zahlen können auch mal weg. Die Äste auch. Die Brücke, die konnte ich nämlich noch nicht da platzieren, wo ich sie hinhaben wollte. Das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen machen wir das gleich. Aber vielleicht verwerfen wir den Plan mit der Brücke. Aber gucken wir gleich mal. So. Oh, ach, Mist, da ging es gar nicht raus, glaube ich. Da ging es, glaube ich, in den dritten Raum. Ja. Wow. Sehr, sehr gut. Also ich müsste eigentlich auch Platz machen für Rüben, ne? Rechts ist dann mein Rübenraum. Alter, ach, geh mal weg hier, Schmetterling. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und du kann ich auch wegschieben, bitte? Danke. So, komm ganz nach hier hinten, wo du niemanden störst. So, und das hier kann da so hin, da kann ich dann nämlich entspannter durchgehen. So, perfekt. Perfekt, vor dem Kleiderschrank. Natürlich. So, dann wollen wir mal gucken. Wo bist du? Aber wir könnten den Schand mal eben ablaufen. Da haben wir schon ein Rezept. Aber ich... Also eigentlich müsste ich jetzt alle haben. Ich bin gespannt, was jetzt hier rauskommt. Ballon-Deko B habe ich schon. Okay. Das ist mein erstes Häschen doppeltes Dingsy-Bums. Doppeltes Rezept. Oder oben haben wir ein Ding. Ah, ich habe die Leiter schon ausgerüstet. Perfekt. Und Schaufel. Ah, Fossil. Super. Kein Ei. Obwohl, ich brauche die Erdeier für das letzte Ding. Für das letzte Ding brauche ich die Erdeier.
So. Habe ich gestern noch irgendwas gemacht? Nee. Ich habe DSDS das Finale geschaut. Meine Songs, also mein Song ist es nicht, weil ich bin nicht so der Schlager-Fan. Also der Siegersong, ne? Ist nicht so meins, aber okay. Aber von den vier hatte ich eh keinen Favoriten. Mega Laterne. Oh, hört sich cool an. Gucken wir mal rein. Mega Laterne. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ach man, man muss immer nach oben scrollen. So nervig. Oh, die sieht echt hübsch aus. Cool. So, wir gehen mal eben hier zu dem Camper hier. Den Camper. Mal gucken, wer es ist. Ich hoffe, ein cooler Bewohner. Sonst ignorieren wir ihn diesmal. Mal schauen. Und Frosch. Liliane, hallo, ich bin Liliane. Liliane, ich mache hier Campingurlaub. Wohnst du auf dieser Insel? Es muss toll sein, hier zu leben, wenn alle so fröhlich sind wie du. Nee, den will ich nicht auf meiner Insel haben. Ich glaube, Liliane hatte ich auch damals schon mal auf der Insel. Ich glaube, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. So, wir gehen jetzt erstmal einkaufen und danach kümmern wir uns um den Berg. Aber ein bisschen Geld tut natürlich gut beim Einkaufen. Ja, danke, danke. Oh, Eier auch. Eier auch. Sehr, sehr schön. Ja. Die mache ich nicht kaputt. Oh, hier haben wir zwei blaue. Die muss ich dann nebeneinander setzen. Mache ich aber später. Hier haben wir noch ein X. X, das war wohl nichts. So. Fossil? Ah, oh, noch ein Fossil. Ich hasse es nicht. Das ist mein Glückstag heute. Dann bringen wir eben die Fossilien weg, wenn wir schon hier sind. Hallo Eugen. Huch? Ein Huchen? Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum vom Nimmerland. Wie darf ich Ihnen dienen? Ich will etwas stiften. Oh nein, ich wollte nicht stiften. Ich wollte analysieren. Ja. Fossilienbedürftig. Relikte unbekannt. Fossilien analysieren. Huh. Was darf ich für Sie prüfen? Juhu, Vorfreude. Hier, drei Fossilien. Huh, nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Huhu, sehr schön. Da ist auf jeden Fall Neues für uns dabei. Wir haben noch nicht alle dieser Stücke. Ich bin entzückt. Man meint fast, sie hätten einen ne sechsten Sinn für Fossilienfunde. Ich hoffe doch sehr, dass sie das Museum damit bereichern werden, damit Nimmerland weiter gedeiht. Ich werde etwas stiften. Oh, fabelhaft. Oh, guck mal, zwei Stück. Super. Super. Nee, danke, passt schon. Tschüss. Oh, dann hätten wir ja bald schon die Fossilien, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Fossilien es überhaupt gibt. 100? Mehr als 100? Wer weiß, wer weiß. Haben wir hier schon eine neue Blume? Da oben. Na, nee. Nee, 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 nee. Gehen wir erst verkaufen, dann haben wir Platz im Inventar. Hallo. Luxladen, ja. Willkommen, Moritz. Was kann ich für dich heute tun? Ich will verkaufen. Hä? Habe ich Rüben? Achso, nee, habe ich nicht angeklickt. Ich dachte schon. So, hier hast du ein paar Sachen. Komm, ich verkaufe die auch, weil es mir zu nervig, die jetzt zu platzieren. Riesenmuschel will ich behalten. Ach, das war's schon, ne? Ja. Ja, ist nicht so viel, Leute. Oh, 11.000 noch? Oh. Dann hat es sich doch noch etwas gelohnt.
Ich möchte mal ganz gern bei euren Tapeten gucken. Ist aber keine dabei. Nee, ist keine dabei. Nee, danke. Dann kaufe ich hier euren Schrott mal eben. 2100, okay, von mir aus. Und kaufe diesen Schrott hier. Auf Blassofa. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da puste ich auch gerne. Glockenwecker. 1, 2, 0, okay. Und ein Bügeleisen mit Bügelset. Mit dem Tuch oder was ist das da? So, und jetzt verkaufe ich den Schrott hier, den ihr hier habt. Sehr gern, was hast du anzubieten? Den Schrott, das, dann hier den und das. Wie viel kriege ich dafür? 1000? Hä? Oh, noch so eben. Danke, danke. Danke, danke. Und wir haben irgendwas bei Meilen. Super. So. Gut. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann Tina und Sina. Hallo. Hey, grüß dich. Willkommen in der Schneiderei. Hallo Sina. Oh, hallo Moritz. Geht es dir gut? Du machst zumindest so den Eindruck. Zu dumm, dass ich dir nicht einmal eine Tasse Tee anbieten kann, wo du extra hier bei uns vorbeischaust. Leider fehlt mir die Zeit für eine Unterhaltung. Wir bräuchten einfach mehr helfende Pfoten. Oh, nicht schon wieder, Sina. Ich dachte, das Thema ist längst durch. Unsere Schwester Mina ist in der Welt unterwegs, um es bis zur Star-Mode-Designerin zu bringen. Und wir haben ihr versprochen, sie bei der Verwirklichung ihres Traumes zu unterstützen, indem wir hart arbeiten und den Laden schmeißen. Schon vergessen? Natürlich nicht, hahaha. Und du hast natürlich recht, Tina. Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen. Du siehst, Moritz, leider keine Zeit für ein nettes Gespräch, aber besuch uns trotzdem weiter, ja? Okay, Kleine. Okay, Kleine. Dann zeig mal her, was ihr habt. Okay, irgendwelche Asia-Hemden. Das mit der Kamera ist eigentlich auch ganz cool, aber die Kamera, die sieht da einfach nur so drauf gedruckt aus. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Hier haben wir echt irgendwelche Neoprenanzüge. Boah, sind die hässlich. Irgendein Tango-Kleid. What the fuck? Nee, nicht what the fuck. Oh, eine Haarspange. Nee, Tango-Kleid will ich nicht kaufen, sorry. Oh, coole Masken. Oh. Eine Fuchsmaske in weiß oder ein. Ich kaufe mal die. Ich guck mal eben, ob es noch was gibt. Oh, das Pflaster. Ist auch cool. Das haben sehr, sehr viele. Ich hatte es nur noch nicht in meinem Shop. Okay, dann kaufe ich das. Nee, nicht tragen. Und die Maske, glaube ich. Oder? Nein, ich will die Maske eigentlich nicht haben. Nee, will ich nicht haben. Danke, hoffentlich bis bald wieder. So, dann gehen wir jetzt mal zum Bauprojekt. So, das befindet sich schon hier. Das Problem ist, ich wollte hier oben eine Brücke machen, aber die passt dann nirgendwo hin. So, und ich habe das hier schon sehr, sehr weit nach vorne geholt, deswegen müssen wir den Fluss entweder schief machen. Oben den Berg bisschen nach links versetzen, damit er nicht direkt hier bei dem Haus ist. Und dann habe ich vor, den Nuckelchen, dass der Berg bis hier hingeht. So. Und dann Nuckelchen nach oben mache und dann hier so einen Aufgang mache nach oben. Das ist so mein Plan, aber dafür muss Nuckelchen erstmal wieder von uns weichen. Ja. Ne, das ist so der Plan. Wir können mal eben hier nach oben gehen. Anna ist abgehauen. Die wohnt ja da oben. Schade, schade. Rest in Peace, Anna.
Die hatte den schönsten Ausblick auf jeden Fall. Und wir wollen jetzt das hier verschieben. Oh, ich hätte Früchte mitnehmen sollen. So, weil hier passt die Brücke nicht hin. Heißt, wir müssen den entweder nur ein oder zwei nach da verschieben. Und dann vielleicht hier so ein bisschen schlängelig machen. Ich weiß es noch nicht. Schlängelig. Ich weiß nicht, ob das so gut hinhaut. Müssen wir alles ausprobieren. So, ich brauche jetzt aber Obst. Obst, komm, hier sind doch Kirschen bestimmt. Muss ich nicht allzu weit laufen. Ausrüsten. Und runter. Super. Hallo Kirschen. Ich nehme euch mal mit. So, und euch auch. 9 Kirschen müssen erstmal ausreichen. Da oben läuft Mezusa oder sowas herum. Oh, schnell wieder hoch. Und nochmal hoch. So. Genau. Achso, mit. Wie mache ich. Ach man, ich vergesse immer die Taste, womit ich das mache. Hier. Ja, Bauarbeiten beginnen. Finde es schade, dass man sowas nicht im Online-Modus machen kann, dass das beide machen können. Weil das wäre eigentlich schon cooler. Dann könnte man zusammen das machen. Erstmal das hier. Meine, diese Herzform ist in Ordnung. Aber ich muss jetzt hier erstmal den Fluss so weit verlegen. Oder wir machen Dreierfluss. Nee, ne? Viererfluss ist schon cooler. Da drüber kann ich noch nicht springen, ne? Nee. Heißt, wir machen jetzt hier erstmal alles zu, würde ich sagen. Alles zu. Wir machen erstmal hier alles zu. Damit ich mich besser konzentrieren kann. Ja. So. Wir haben hier rechts das Haus. Und das hat ja auch einen Garten verdient. Der Garten, ja, der hat eigentlich hier genug Platz. Könnte man eigentlich. Warte, was hatte ich hier denn nochmal vor? Hier hatte ich, glaube ich, gar nichts vor. Das hier könnte ich im Notfall noch eins weniger machen oder so. Mal schauen. Wir gucken jetzt erstmal hier. So, sehr gut. Hängebrücken kann man, glaube ich, nicht machen, oder? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das gibt es in diesem Spiel nicht. Sollen wir das erstmal so lassen oder nicht? Ich habe mir nämlich gedacht, man kann noch eine Ebene, glaube ich, machen, oder? Guck mal, eine kann man noch machen. So. Vielleicht machen wir das hier hinten. Oh, das Haus müsste eigentlich auch noch nach hier oben. Muss ich dann die Tage auf jeden Fall machen? Okay, ich mach's einfach mal. Oh, hier, geh mal nach oben. Hallo? Boah, ich hasse das, ne? Okay. So. Machen wir hier nämlich einen kleinen Wasserfall hin. So. Ich glaube, vier sind ganz gut. So. Kommst du da durch? Nee. Schade. Schade, schade. Aber. Och, Alter, ne, diese Bäume hier. Jetzt muss ich erstmal hier Kirschen essen, oder was? Essen. Und essen. Und nochmal essen. So, danke. Und jetzt. Ach so. Hier. Raus mit dir. Und raus mit dir. Und der da unten könnte auch noch stören. So. Warte, entweder machen wir den Berg hier. Dann können wir später so eine Abmündung noch nach links machen. Oder wir machen den auf der anderen Seite. Aber ich bin eigentlich für hier. Glaube ich. Ja, eigentlich schon.
Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4. Kommt hier noch was hin? So. Dann brauche ich dich. Nee, ich muss hier zugraben, damit ich hier noch hinkomme. So. Okay. Hier soll auf jeden Fall Wasser hin. Achso, haben wir schon. So. Und hier auch. Oh. Ah, ich wollte da nicht hin. So. Und hier auch. Nein. So. Super. Oh, Alter. Diese Funktion. Die nervt. Och nein. Jetzt aber. Danke. Danke, danke. So, jetzt brauche ich eine Leiter. Eine Leiter. Hier ist sie. Ausrüsten. Ist es zu gefährlich, da hochzuklettern? Was? Oh. Ich dachte, das würde gehen. Ja, gut. Ich dachte, ich könnte da vielleicht einen Wasserfall hin machen. Schade. Och man, das ist jetzt ärgerlich. Ich dachte, das würde noch gehen. Okay. Dann nicht. Dann muss ich hier wieder Plateau-Dingy nehmen. Und das hier erstmal wieder wegmachen. Da kann man da oben ja gar nichts machen. Nicht mal einen Baum oder so, ne? Das ist ja mies. Das ist das andere mies, Leute. Okay. So, dann machen wir hier eben einen schönen Fluss hin. Das ist, glaube ich, keine Dings, ne? Keine Schaufel. Obwohl, ich kann es auch mit Y. Genau, so wegmachen. Okay. Dann müssen wir jetzt hier neu machen. Ich überlege gerade. Wenn wir das hier hoch machen. Obwohl, warte, da muss er aber von rechts kommen, irgendwie, der Fluss. Sonst passt das nicht so. Das heißt, du musst weg. Du musst weg. Geh mal weg da. Und dann machen wir den von hier irgendwo. Ja, müssen wir ja. Müssen wir ja. So, hier. Eins. Zwei. Zu nah am Baum. Okay, dann nicht. Ich grab hier wieder zu. So, ich glaube, ich mache erstmal so, wie ich es hätte. Dass der erstmal hier vielleicht ein bisschen runter geht. Und danach zur Seite. Das heißt, ich mache erstmal den Rand. So, da kann er nochmal ein. Ach nee. So. Und dann muss er aber auch nach hier hingehen, fließen. Fließen, einmal rüberspringen bitte. Dann hier. Und dann brauche ich. Muss ich hier mal zumachen. So. Und dann fließt er hier runter. Okay. Ja. Ich überlege gerade. Da komme ich nicht mehr rüber, ne? Nee. Da muss ich außen herum gehen. Außen herum. Hopp. Dann will ich hier nämlich gerne auch noch aufmachen. Und hier auch. So. Dann müssen wir jetzt aber das hier mal eben zumachen. Weil das stört mich gerade etwas. Das hier können wir eigentlich hier oben so lassen gleich. Nur ich will den Fluss ein bisschen weiter nach links dann verlagern. So. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen.
Oh, der Baum ist im Weg, oder was? Kacke. Kacke, kacke. So. Die Ecken machen wir gleich. Und der Fluss muss eigentlich nicht so groß sein. Ich finde es eigentlich so schon ganz angenehm. Er ist vielleicht etwas zu eckig. Aber komm, einen machen wir den noch größer. Einen machen wir den noch größer. Okay, das war ein Fehler hier. So, weg mit dir. So. Ach Mann, ey. So. So ungefähr. Machen wir hier noch sowas hin. Oh, hier machen wir mal ganz kurz alles weg. So. Könnten wir den See nämlich gleich hier noch bestimmen. Ach, den See. Ich sag immer See. Ich wollte keinen See sagen. Dann könnten wir Miuzas Haus eigentlich nach hier oben verfrachten. Und dann kommt hier noch ein Wasserfall hin. Ich möchte mal ganz gerne die Karte sehen. Wasserfall, dann können wir den da hinten verbinden, wenn wir hier alles hoch machen. Hier, was jetzt links von mir ist. Dass das ein Berg ist und nicht mal zwei. Und dann könnte man die Seen, also die Flüsse dann verbinden. Finde ich ganz cool. Ja. Oder wir machen da so einen See hin, wo dann von rechts und links zwei Wasserfälle runterplaumeln. Das Zelt muss dann natürlich auch noch irgendwie weg. Ja. Ja. Ja, okay. Ich kann mal gucken. Ich würde hier schon ganz ge Oh. Nee, so nicht. Ich würde hier schon ganz gerne so eine Kuhle machen. Ja. Dann geht's hier ein bisschen nach oben. Ja. Dann nach da. Oh. Oh, das war ein zu weit. Da wollte ich noch nicht. Das ist einer zu früh. So. Dann hier hin. Und dann können wir nach da hin. Wenn wir wollen. Und dann fließt er nach da unten. So zum Beispiel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da kann ich nichts machen, weil die Bäume noch im Weg sind. Okay, gucken wir erstmal, wie es aussieht. Wie es aussieht. So. Soll das ein großer Fluss sein? Ich weiß es gerade selbst noch nicht, wie groß der Fluss hier sein soll. Aber ich glaube doch etwas größer. Vielleicht machen wir hier noch. So, und hier vielleicht auch noch. So ungefähr. Ist das jetzt eckig, oder? Ne, wir müssen die andere Seite noch bearbeiten. Schwingen wir rüber. Hier machen wir so. Ist ein bisschen eckig hier noch. Ich überlege gerade was. Oh nee, ey. Das war wieder too much. Das hier muss weg. So. So ungefähr. Ja. So, so würde ich es eigentlich ganz gerne lassen. Hier springen wir rüber. Die Bäume können wir gleich verschieben. Oh, das sieht. Weiß ich noch nicht. Ich bin noch kein Fan von dem Wasserfall jetzt hier. Vielleicht sieht schon besser aus, wenn ich das so mache. Ja, würde ich schon sagen, eigentlich. Leiter. Wir können gleich auch mal auf eine Maieninsel gehen. Um zu gucken.
was es da Neues gibt. Ich muss mal eben hier dich ausrüsten. Der Stein ist leider im Weg, aber erstmal wollen wir noch die Sachen. Oh, Ostereier, super. So, mehr brauche ich nicht. Danke. Ob es da ein neuer Bewohner da ist, ne? Ein cooler Bewohner zumindest. Oh, hier, die nehmen wir uns mal mit. Sehr gut. Dann muss ich hier Obst essen. Essen. Und weg mit dir. Danke. So. Dich nehme ich auch mal lieber mit, weil ich glaube, du bist mir gleich im Weg. Jetzt ist die Frage, machen wir einen geraden Fluss hin? Ja, müssen wir, glaube ich. Wo ist denn das Tool hier schon wieder da? Okay. Machen wir hier erstmal alles auf. So. Mach jetzt immer zwei auf. So. Hier auch. Da muss man nicht so oft abbauen. Was ist das eigentlich hier immer? Was ich hier nicht bauen kann. Das ist ja richtig nervig. Okay. So, weg damit. Das sind fünf, oder? Ach nee, einen machen wir da rechts oder zwei machen wir da gleich noch weg. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, da habe ich wieder zugebuddelt. Obwohl, einer muss es ja noch sein, stimmt. So. Und dann müssen wir hier rechts gleich aber noch was anbauen. Weil sonst sieht das sehr, sehr komisch aus. So. Gut, der ist weg. Hier kommt auch noch der Wasserfall hin. Dann müssen wir mal eben den Baum hier unten wegmachen. Damit wir hier etwas erweitern können. Heißt, wir essen wieder eine Kirsche. Yam, 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 yam. Dann nehmen wir unsere Schaufel und machen den Baum weg. So. Super. Dann nehmen wir die Plateau-Lizenz und machen hier erstmal wieder ein bisschen Berg hin. So. Ich habe überlegt, vielleicht machen wir hier auch einfach Berg hin. Weiß es nicht. Können wir da auch Berg hin machen? Nee. Zeig mal her. Ah, dann ist da so ein Loch. Okay, das ist nicht so toll. Also nicht so gut. So, hier. Hier können wir jetzt ein bisschen was hinmachen. Oh, habe ich was kaputt gemacht? So bin ich halt. Ich mache immer alles kaputt. So, hier haben wir jetzt eine größere Kuhle. Aber es ist in Ordnung. Machen das hier noch glatt. Das dann nicht. Oh, so. So geht's eigentlich. Ja. So, X. Ah, da war die Leiter, aber ich gehe jetzt doch hier drüber. Und hoch. Schaufel, da haben wir sie. Und zack, ein Fossil. Uhu, ein Fossil. Hier rüber komme ich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Okay, muss ich außen herum gehen. Ja, ausrüsten. Lass mich mal hier rüber gehen. Und hier rüber springen. Und hopp. Hopp, 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 hopp. So, Leiter wieder ausrüsten. Und perfekt. So, dann brauchen wir die Gewässerlizenz. Machen hier mal zu. Und hier auch. Ah, dann gehen wir hier mal schön entlang. Und dann haben wir es endlich geschafft, würde ich sagen. Dann hat jetzt er hier, ich weiß gar nicht mehr, wer hier wohnt, ich glaube, Lukas, hat dann
endlich eine Brücke hier und kann nach links laufen. Wow, amazing, Leute, amazing. So. Perfekt. So, dann kann ich jetzt dieses Brückenkit hier aufstellen. Nee, du nicht. Hier ein, hier herrichten. Kein geeignetes Grundstück für Dingi. So. Mal sehen. Wir gucken. Ich habe mir vorgestellt, dass man hier oben vielleicht nur eine Hängebrücke macht, statt eine Steinbrücke. Weil. Das fände ich, glaube ich, am besten. Ja. Hätte ich ganz gern dahin. Super. Hier wird eine Brücke gebaut. Yeah. Super. Perfekt. Wie viel Kohle brauchst du? Okay, dann zahlen wir das mal eben ab. Na klar. Hier, guck mal. Ich habe ein bisschen Geld angespart für dich. Ja, aber ja. Super. Dankeschön. Geschafft. Damit ist das Geld zusammen. So, Lukas, hallo. Was hast du denn so zu erzählen? Gar nichts, okay. Nee, ich spreche dich nicht an. Lukas, ich bin auch kein Fan von Lukas. Also, in meinem Dorf hier, auf meiner Insel hier, sind irgendwie nur nicht so tolle. Also keine Favoriten von mir als Bewohner. Das finde ich echt schade. Finde ich echt schade. So, ist da jemand zu Hause? Ja, hier ist jemand zu Hause. Oh ja, Jessie, was gibt's denn mir Schönes? Ah, wieso bin ich mir nie hundertprozentig sicher, ob ich nur den Hammer nehmen soll oder nicht? Hey Moritz, was bastelst du denn? Also ich stelle gerade einen Baumstammtisch her. Die Idee dazu hatte ich im Schlaf. Und ich bin so im Fieber. Jo, ja, ich wäre auch einen basteln können. Habe ich den noch nicht? Oh. Ich dachte, ich hätte ihn schon. Mal gucken. Haben wir ihn tatsächlich noch nicht. Ich fasse es nicht. So, wie sieht der denn aus? Baumstammtisch. Ist ein Baumstamm bestimmt. Ein größerer. Ja. Okay. Sehr hübsch, Jessie. Viel Spaß. Oh, Koala-Scheren. Lebst du eigentlich auch noch? Nee, der redet nicht. Der redet so ungern mit mir. Der mag mich, glaube ich, nicht. Oh, er ist jetzt abgehauen, okay. Ist Atz. Nee, Atz ist auch nicht zu Hause. Hier rechts wohnt hier auch noch jemand. Bist du zu Hause? Ja, du bist zu Hause. Dann gehen wir eben rein. Blumen gieße ich offscreen. Ja. Hallo Atze. Typ. Oh, die Bäume hätte ich noch neu platzieren müssen. Mein Ticket. Oh, etwas ist da links. Oh. Jemand hat was auf mein Schild geschrieben. Entweder war es Julia, die gestern auf meiner Insel war, oder irgendjemand anders. So. Einmal pro Tag. Ja, danke schön. Nuckmein einlösen. Und zwar ein Meilenticket. Ja, einlösen. So, dann kaufen wir auch noch einen Weg, wenn wir schon da sind. Bogenpflasterstein, ne? Vielleicht Sand. Vielleicht können wir Sand mal kaufen. Sandweg, ja. Wollte eigentlich vielleicht auch ein Schwimmbad machen. So ein Freibad. Also dann habe ich gedacht, eigentlich finde ich das nicht so cool, wenn irgendwie ein Freibad am Meer ist. Habe ich nie verstanden. Als wir früher oft nach Norddeich gefahren sind, da war auch immer ein Freibad am Meer. Wieso sollte ich Geld bezahlen, wenn ich da einfach ins Meer kann? Keine Ahnung. Holzbücherregal. Oh, cool.
Endlich mal was Cooles. Nee, wir haben nicht genug Geld mit. Mit. Ja, dann gehen wir hier mal ganz kurz gucken. Was steht hier für eine Kacke? Angelturnier, oh. Angelturnier demnächst. Am Samstag, den 11. April, findet ein Angelturnier statt. Den besten Angler winken tolle Preise. Wer Lust hat, einfach mitmachen. Ja, cool. Cool, am 11. Müsste ich mir merken können. Ist das eigentlich mein Schaufel oder ist das mein Bearbeitungstool? Ich glaube, Bearbeitungstool. Dann gehen wir mal kurz nach Hause, tun die ganzen Sachen weg und danach gehen wir auf die Insel, auf eine andere Insel. Was platziere ich denn jetzt hier eigentlich alles? Oh, Mann, euch kann ich ja nicht ins Lager. Laubglückseier ins Lager. Holzglückseier auch. Nur alles ins Lager. Denn ich brauche euch nicht. Fossil tue ich auch mal ins Lager eben. Holzbücherregal auch cool. Aber ins Lager. Riesenmuscheln weg. Die Kirschen gehen den Weg. Das Fehlsglücksei. Der Ballon. Holz. Ja, Rest nehme ich mal mit. Beziehungsweise die Bäume, die kann ich vielleicht noch irgendwo hinpflanzen schnell. Aber ich glaube nicht. Dann müssten wir hier hoch mal eben. Der Pfirsich weit, ne? Da, also wenn ich irgendwann die 5 Sterne habe, dann werde ich da alles voll machen. Mit Unkraut. Alles voll machen. So, warte. So, hier einmal. Pflanzen bitte. Hier auch einmal pflanzen. Sehr schön. Und dann hier ein Laubbaum. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Hätten wir das geklärt. Können wir jetzt mal ganz, ganz schnell zum Dingsy-Typen gehen. Ich glaube, an den Seiten sollte ich die Bäume echt mal wegmachen, weil sonst kann ich da nie herrennen. Oh nein. Sorry, Blumen, dass ich durch euch gelaufen bin. Oh, warte, wir gucken da eben bei Pamela, ob die umzieht. Ob die umzieht. Ich hoffe, die zieht endlich mal aus. Och mal, Pamela, du sollst ausziehen. Lass uns quatschen. Ja, hat sie. Mann, Pamela, du sollst auch nur ausziehen. Bitte. Ich will dich nicht hier haben. Obwohl, mittlerweile mag ich sie irgendwie immer mehr und mehr. Ich weiß auch nicht, wieso. Egal. Egal. So, hey, willkommen am Tor zu den Lüften. Ich möchte fliegen. Roger, du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Wohin möchtest du denn fliegen? Ja, Meilenticket nutzen. Es ist alles bereit zum Abheben, aber nur um sicher zu gehen, was wir zu machen. Dann los, ab in die Luft mit dir. Du bist ja gerade mit dem Inseldesigner zugang. Tut mir leid, diese App kannst du im Lokalen und Online nicht benutzen. Ja, gut, ein Glück macht er das. Muss ich das nämlich nicht umstellen. Na. Was wünsche ich mir eigentlich für einen Bewohner? Ich würde mir eine Kuh oder ein Zebra, fände ich ganz cool. Sonst wird mir gerade gar nicht einfallen, was es noch gibt. Also irgendwas von den beiden. Oder ein Pinguin. Pinguin finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber vielleicht gibt es ja auch Bewohner, die nur so gedingselt kommen, ne? Zu Jahreszeiten. So, ist hier ein Lagerfeuer? Da haben wir... Was bist du denn? Ach, eine Maus ist das... Nee, Manni ist es nicht. Hella. Ich bin Ricky, bin aus einer Laune hergekommen. Aber die Insel ist gar nicht mal übel.
Ich muss deinen Namen verpasst haben, Moritz. Gut, von Nimmerland kommst du. Das hier muss ja ziemlich gefragtes Ziel sein, wenn die Leute von so weit kommen, Fieps. Eine Psychomaus. Alter Schwede. Die sieht ja aus. Ich komme gerade noch nicht so richtig drauf klar, wie die da aussieht, ey. Aber auf jeden Fall schaufeln wir mal hier alles. Ich überlege noch, ob ich den da bei mir auf die Insel haben möchte. Wohl besser als die Nashörner auf jeden Fall. Eine Maus. Aber die sieht so komisch aus, ja. Muss ich gleich mal abchecken. Oder wir lassen uns überraschen, ja? Ich erzähle euch nicht, wie ich mich entschieden habe. Denn wir beenden gleich den Part hier auf der Insel, bevor ich die vielleicht nochmal anspreche. Denn ich werde mal ein paar Leute fragen, ob ich sie mit nach Hause nehmen soll oder nicht. Oder auf cooleren Bewohner hoffe. Oder wir machen so. Ach nee, das ist ja dann random eigentlich. Will ich den Leben mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Ich überlege gerade noch, wie ich es mache. Ob ich den jetzt mitnehme oder nicht. Wir könnten eigentlich auch nochmal unser Glück auf einer nächsten Insel probieren. Das wäre auch eine Idee, oder? Ja, finde ich eigentlich schon. Dann kaufen wir gleich einfach nochmal ein Ticket und dann gehen wir nochmal irgendwo hin. Ich meine, wir können auch mal ruhig mal wieder ein Part über eine Stunde haben. Wir haben ja heute etwas mehr gemacht. Oder hätte ich nochmal drauf klopfen können. Wir gehen nochmal auf eine andere Insel, würde ich sagen. Ja. So. Bitte Erdeier, ich brauche keinen Bambus. Oh, schade. Schade, schade. Ist ja auch Bambus. Ja. Okay. Okay, egal. Hier haben wir noch ein Erdei. Hier haben wir noch einen Stein, aber... Ja, ich finde dich eigentlich niedlich, weißt du? Aber eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So ein Mischmasch, würde ich fast schon sagen. Ja, ich würde einfach mal sagen, tschüss, Ricky. Ich mag zwar deine Farben, aber dein Gesicht ist sehr, sehr seltsam. Ja, deswegen, au revoir. Au revoir. Krupfe, Rabarakompott. Ich will zurückfliegen. So, ja. Ich will zurückfliegen. Oh, da sind wir schon. So, laufen wir eben schnell zu Nuki Nuki Buki. Nuki Buki. Und gleich mach ich heute Sport? Ich überleg's noch. Ich überleg es mir noch. Eigentlich habe ich gestern Sport gemacht. Und meine Beine tun eigentlich immer noch weh. Auch schon wieder so eine Frage über Fragen, Leute. So, Nuckmein einlösen. Wir kaufen noch ein Meilenticket. Weißt du was? Wir kaufen noch zwei. Falls uns das jetzt nicht gefällt, dann können wir direkt noch zu noch einer Insel fahren. Melinda schläft da hinten mal wieder. Die Olle. Ich glaube, die muss ich mal feuern. Das geht ja gar nicht, Melinda. Was machst du da bitte? Du kannst doch nicht einfach während der Arbeit schlafen. Mann. Du kannst nachts schlafen, hallo? Ah, guck mal, Melinda steckt mich schon wieder an hier, ey. Abbrechen, so. Und weg mit mir. Ich überlege auch schon, was ich heute essen soll. Ich habe auf jeden Fall einen neuen Topf. Könnte ich natürlich einweihen, habe ich zwar gestern schon mit Spinat eingeweiht, aber ich habe einen neuen Topf. Und Spaghetti werden auch nicht so schlecht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Warte, ich habe die Rübenfrau noch gar nicht gefunden. Oh Gott, das müssen wir noch machen, schnell.
Bevor es zu spät ist. Oh. Habe ich ja jetzt komplett vergessen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich schreibe mal eben jemanden. Aber warte, das kann ich in-game machen. Warte, ZL. Hier. Freunde. Nachricht senden. Denk an. An Rüben. Denk an Rüben. Rüben. So, bitteschön. Denk an Rüben. So. So, wo ist die denn? Wo ist die Frau? Diana. Ich habe sie noch nicht gesehen heute. Hier ist er hier. Da sind die Blumen. Ach ne, sag mir nicht, die ist im Kirschwald. Ich gehe erstmal überall woanders hin. Im Pflaumenwald meinte ich natürlich. Hier haben wir noch Dings. So. 100 Sternisack. 1000 meinte ich. Machen wir hier mal 10.000 raus. Und vergraben. So, Sam hat's gelesen. Perfekt. Ich platziere jetzt einfach die Blume hier. Bitte schön pflanzen. Ach, wir haben noch einen Nadelbaum. Okay, pflanze ich auch einfach hier mal hin. So. Damit wir Platz haben, dann müsste ich auch noch ein bisschen Geld abheben, tatsächlich. So. Ich brauche Geld. Nuck, nuck, nuck. Ich brauche Geld. Bitte Kredit aufnehmen. Ja, 3.000. 300 Millionen. Danke. So, Melinda schaut aus dem Fenster. Viel Spaß, Melinda. Bankautomat. Auszahlung, bitte. Wir machen 70.000, damit mein Inventar, dass ich keine Geldbeutel habe. So. Nee, danke, danke. Reicht, reicht. Ich muss los. Ich muss Joanna suchen. Ich muss Joanna suchen. Sonst ist sie gleich weg. Und das wäre nicht so schön. Nee, nee, nee. So. Wo ist sie denn jetzt? Da hinten? Nee, das war eine Laterne. Das war eine Laterne. Da ist Koala-Schirn. Okay. Links war sie auch nicht, oder? Nee. So, dann gehen wir mal noch nach rechts. Vorsichtig über die Blumen. Die hier echt schön wachsen und so. Okay, hier ist er auch nicht. Bin ja die Häuser hier eigentlich abgegangen, ne? Ach Gott, die ist im Kirschwald, ich sag's euch. Im Pfirsichwald. Habe ich eigentlich keine Lust zu suchen, ey. So, ach so, hier können wir hier rüber, ich hoffe es. Und rüber, super. Da passen wir nicht durch, schade. Da ist sie. Sind noch jemand? Kleine Michika. Okay, da oben könnte sie auch sein. Wir gehen aber erstmal hier unten kurz gucken. War sie da? Nee. Nee, 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 nee. Da haben wir auch noch ein Kreuz. Da kann ich nicht rüber. Ich gehe mal eben hier auf die kleine Insel rüber gucken. Hier ist er auch nicht. Das heißt, die ist wohl im Kirschwald. Oh mein Gott. Ich hoffe, die ist dann überhaupt noch da. Ich zieh nur, ich weiß nämlich nicht, wie lange die noch da ist. So. Oh, ich habe lange schon kein Geschenk mehr vom Himmel geholt. Ich glaube, das Spiel sagt, Moritz, du brauchst die, glaube ich, nicht mehr. Du hast alles erledigt. Da sage ich nur danke, danke, Spiel, dass du mir das klar machst. Brauche ich nämlich nicht panisch hinter einem herzurennen. So. Hier haben wir auch noch eins. Ah, sehr gut. Erdei. Ah, ne, das war ein Baum. Das war ein Baum. Das war nicht Jona. Okay. Hier ist sie nicht. Hier ist sie also nicht. Und hier ist sie, glaube ich, auch nicht, weil hier war ich ja eigentlich gerade. Das heißt, sie muss irgendwo am Strand herumlaufen.
Irgendwo am Strand. Okay, letztes Mal war sie auch hier hinten. Ich habe das Kreuz da gesehen. Also habe ich mir, glaube ich, eingebildet. Da ist sie nicht. Zum Buddeln natürlich. Das war hier. Da war's. Schaufel. So, danke schön für noch ein Fossil. Und jetzt müssen wir hier strategisch durchgehen. Ah, da war sie nicht. Da auch nicht. Vielleicht sollte ich erstmal den Strand hier ablaufen. Ob sie hier irgendwo ist. Hier ist sie. Ja, gut. Ein Glück habe ich das gemacht. Hallo, Jona, na? Magst du schon frische Rüben kaufen? 92? Okay, ich kaufe welche. Kleine. Juhu, gut. Und wie viele genau? Wie viel ich will. Oh Gott, das sind zu viele. Warte, ich muss mal gucken hier. 102, das heißt vielleicht 1000? Ne, 1000 nicht. Oder 100, so 1000. 1000. 3. 1006. Ne, 1005 müssen es sein. So. 1050. Gut. Ja, her damit. Hihi, bis zum nächsten Mal. So, ja, ich hole gleich noch mehr Rüben, Leute. Ja, ich hole gleich mehr Rüben. Ich bringe die mal eben nach Hause. Und dann muss ich nochmal Geld abholen. Ha, geschenkt, du interessierst mich jetzt nicht. Sorry. Damit ich aber auch an die Rüben die Tage denke, lege ich eine auf jeden Fall hier hin. Ablegen. So, und den Rest tue ich hier hinten rein. So. Dann wollen wir mal ablegen. Ablegen. Alle ablegen. Weg mit euch. So. Da kommt auch noch einer hin. Fünf Rüben sind übrig. Okay, dann holen wir jetzt erstmal wieder Geld ab und dann holen wir noch den Rest der Rüben. Inventar öffnen. Tue ich jetzt erstmal alles, was ich nicht brauche. Die Schaufel brauche ich vielleicht noch. Dies brauche ich nicht. Ah, Fossil ins Lager, Angeln ins Lager. Kann ich mir alles nachher wiederholen. Oder wird der Party ja echt noch lang hier? Ich fasse es nicht. Ich hätte jetzt auch fast vergessen, die Rüben da jetzt zu kaufen. Ich glaube, die geht um 12 oder um 11. Bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Aber trotzdem. So, weg, alles weg damit. So. Jetzt habe ich Platz, jetzt kann ich auch Kohle mitnehmen. So, schnell, 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 bevor die da hinten wegläuft und ich sie neu suchen muss. Das wäre ja nicht so schön. Das wäre ja nicht so schön. Hier. Hallo Noki, ich brauche le leider mein ganzes Geld, ja? Es ist sehr, sehr wichtig für mich. Für 92, das heißt nicht unter 92 verkaufen. Vielleicht habe ich auch mal so eine gute Woche wie andere mit 500. Das wäre ja auch mal schön. Auszahlung bitte. Alles. Alles, alles. So, jetzt sind wir pleite. Dann sind wir pleite, Leute. So, beenden. Beenden. Ah, sehr gut. Jona, ich komme. Ich komme und verzauber dich am Strand zusammen mit mir. Denn ich liebe Rüben, Rüben, ich liebe Rüben, Rüben. Wo bist du nur hin? Da sehe ich dich und ich will Rüben klaufen, denn die Jorna, die hat nen Haufen. Ich will Rüben. Oh, doch nicht.
Na, dann klappt's vielleicht am nächsten Sonntag. Komm, Schniefnase, gib mir Rüben, denn mein Hase braucht seine Rüben. 8000? Okay, das ist zu viel. Also dann irgendwas mit 2 wahrscheinlich. 2, 2, 0. Okay, da kämen wir auf 204. Das heißt vielleicht sogar 3. Och, jetzt habe ich schon wieder einmal zu viel. Oh, ich will was kaufen. Rüben, Rüben, frei nach Schnauzi. Juhu, gut, und wie viel genau? Ich hätte gerne. Guck mal, das kostet schon wieder zu viel. 9? Okay, dann 2, 5, 5. Okay. 2, 9, 9. Okay, wir kommen der Sache. Ja, gut, komm, reicht so. Ja, passt so. Gut, 2000, ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal, danke. Danke für die Geschäfte, Jona. Jona. Rüben werden groß. Ja, mein Reichtum auch. Super. Super. Wir gehen trotzdem nur auf eine Meileninsel, würde ich sagen. Das habe ich ja so versprochen. Und das machen wir dann auch. Aber erst platzieren wir die Rüben jetzt alle. In meinem Haus. In mein Haus. Ich hoffe, ich habe da noch so viel Platz. Ich glaube nämlich nicht. Im Notfall muss ich den Osterraum ausräumen. Oder den Hauptraum. Das wäre auch eine Idee. Könnte ich dann nämlich überall gut durchlaufen. So. Sieht eigentlich gar nicht nach so vielen Rüben aus, ja, aber es sind 100 Stück pro Stack. Ist dann doch schon eine kleine Hausnummer. So, hier passen auch noch welche hin. Ich glaube, es könnte sogar hinhauen. Aber ganz knapp. Oder vielleicht doch nicht. Nee, nicht ganz, nicht ganz. So, jetzt hier. Ah, perfekt. So, super. Dann sind nur 3 Stacks, die übrig geblieben sind. Kann man die irgendwie zusammen? Ja, kann man. Sehr gut. Sehr gut. So, die Rüben werde ich dann hier noch verteilen. Weg mit dir, das kommt alles ins Lager. Oh, so, dann habe ich hier nämlich noch ein bisschen mehr Rübenplatz. Sehr gut. So. Ab ins Lager. Karton ins Lager, erst recht. Und dich nicht. So. Obwohl, ich brauche noch vielleicht ein bisschen Zeugs. Ich brauche noch einen Kescher für den Notfall. Ich nehme noch eine Schaufel mit. Hä? Habe ich keinen Kescher gehabt? Okay, dann keinen Kescher. Dann gehen wir halt so auf die Insel. Insel. Heute Abend kommt außerdem Venja wieder. Ich weiß, das Projekt interessiert nicht so vielen, aber. Ja, ich hab's angefangen, dann werde ich's auch durchmachen, hallo? Mann. So. Und wir gehen hier rein. Oder wir lassen vielleicht, wenn ja auch irgendwann sein. Aber den Part habe ich jetzt noch. Der kommt auf jeden Fall noch. Und ob es weitergeht, weiß ich noch nicht. Aktuell würde ich eher sagen, nein. Und wir spielen vielleicht irgendwas anderes noch. Ich möchte fliegen. Ja, ich habe mein Ticket. Mein Ticket nutzen. Auf geht's. Dann los, ab in die Luft mit dir. Oh, ich habe ja auch eine Zeit lang Dauntless sehr oft gespielt. Auch wenn die Wartezeiten sehr lang waren. Vielleicht machen wir das auch einmal. Aber ich war nie wirklich gut. Also manchmal hatte ich echt sehr gute Runde und manchmal war ich echt irgendwie richtig schlecht. Hab gerne mit den Pistolen gespielt und mit irgendeinem Schwert. War das ein Schwert? Nee, mit so einer Lanze war es. So einer Speer, Lanze, sowas.
So, wer ist hier? Ein Schaf. Wollen wir ein Schaf auf der Insel haben? Ich weiß es nicht. Aktuell würde ich nur sagen, zeig mal her, wie siehst du denn aus? Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh, du hast aber ein blödes Gesicht. Nee, nee, die möchte ich eigentlich auch nicht auf meiner Insel haben. Eigentlich nicht. Okay, Leute, dann probieren wir noch eine Insel aus. Und danach war es das auch mit diesem Part für heute. Ich denke, wir haben genug gemacht. Sind, glaube ich, jetzt schon bei einer Stunde. Ja, sind wir, tatsächlich. Hier, du. Und weg. Schnell weg. Tschüss. Du. Dings. Das Ei, das nehmen wir uns noch mit. Ich glaube, pro Ei kriegt man sogar 200, falls man die irgendwann nicht mehr braucht. Aber ich werde es dann erst nach dem Oster-Event verkaufen, wenn ich dann wirklich weiß, oh, ich brauche keins mehr. So, wir fliegen zurück. Ja, los geht's. Hopp, 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 Udo. Deine Chance, mir zu zeigen, wie gut du im Fliegen bist. Oh Gott, wie komme ich jetzt auf König der Löwen? Ich habe noch nicht mal die Realverfilmung gesehen. Geschweige denn mal, also der Film ist gut, aber ich finde, es gibt bessere Disney-Filme wie Aladdin. Aber das habt ihr auch. Wieso gehe ich eigentlich raus? Ich weiß auch nicht. So. Oh, ich möchte eigentlich auch Gargoyles sehen. Ich sehe gerade auf Twitter, dass Leute sich gerade Gargoyles anschauen. Und ich bin noch bei Kim Possible Staffel 3 oder 2. Und die hat ja 4 Staffeln. Ja, ne? Das ist immer so schwer, Leute. Aber zumindest gibt es das noch. Du 1. Watcha. Ja, mach mal Hilfe. Ich überlege echt, was ich essen soll. Wenn ich jetzt richtig voll wäre, dann würde ich sagen, Pommes einfach in den Backofen oder in die Fritteuse und das war's dann. Aber möchte ich heute so faul sein? Ich weiß nicht. War gestern richtig gehypt aufs Spülen. Ich habe ja keine Spülmaschine und gestern hatte ich echt Lust zu spülen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und was war? Da lag nur ein Messer in der Spüle. Wow. Hat mich ein bisschen ein Nil fährt. Gibt es hier zumindest Fossilien? Da könnte eins sein. Ach man. Nur Kackbewohner. Nee, dich will ich auch nicht. Dich will ich auch nicht. Sorry, Nilpferd. Sorry. Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach jeden Tag maximal zweimal einmal ein Ticket kaufen und benutzen. Maximal, sage ich, weil vielleicht ist der erste Bewohner so cool, dass ich den dann direkt nehme. Ja. So, bis wir irgendwann mal einen ordentlichen Bewohner hier gefunden haben. So, Erdglücksei, super. Kein Fossil hier, oder was? Schade. Die Eier, die nehme ich hier trotzdem noch mit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder zu Animal Crossing. Oder heute Abend zu Venya. Ist sowas wie Ori in the Blind Forest. Und ja, rechts ist die Playlist, links das neueste Video. Deswegen, bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.